Hallo, hier ist der Ralf von Jodeland. Hinter mir seht ihr eine kleine Jodeburg aus vier Jotte. Wir sagen dazu auch Jottentrapez, weil die so trapezförmig angeordnet sind. Und da möchte ich euch jetzt einfach ein paar Ausschnitte davon zeigen. Die Jodeburg wurde jetzt heute anlässlich der Roskau 2012 aufgebaut. Und wir haben jetzt etwa, ja, wie lange haben wir gebraucht haben, 5 Stunden mit Rasenmäher und allem drum und dran, bis die ganze Konstruktion steht. Das Wichtige daran ist, dass man mit dem Plan rangeht an die ganze Geschichte. Und wir sind jetzt hergegangen und haben gesagt, wir bauen zuerst die Tragekonstruktion, das heißt die senkrechte Maste, auf, verspannen die ganze Geschichte, bereiten die Aufhängepunkte vor, sodass im zweiten Schritt dann die Dächer ausgelegt werden können, die Seitenwände angeknüpft. Und zum Schluss, wenn die Seitenwände mit der Aufstellstange aufgestellt wäre, dann auch das ganze Dach auf einmal mit ankurbeln wäre kann. Und ja, so ist eine Jodeburg vielleicht ein bisschen Planungsaufwand vorher, aber in der Umsetzung doch nicht einfach, aber wenig komplex, sage ich jetzt mal, aufzubauen. Und ihr habt relativ schnell, also im halben Tag Arbeit, ein Zelt, in dem gut, ich würde sagen, wenn man eng aufstuhlt, hatte man schon 200 Personen drin, inklusive einer Bühne. Und ich bin gespannt, was jetzt während der Roskur in diesem Zelt auch stattfinden wird. Vielleicht werden wir da an anderer Stelle auch da noch was davon hören. Ich sage Dankeschön und wünsche euch viel Spaß. Bis zum nächsten Mal.